So, nach diesem Intro der besonderen Art sage ich Moin Moin, ganz, ganz liebe Grüße und herzlich willkommen zu einem neuen Wandervideo von mir. Ja, im Bild seht ihr jetzt das Lokomer Zisterzienerkreuz. Was das ist, ja, ich habe es auch auf der Wanderung bzw. durch eine Tafel gelernt. Also Zisterzienerkreuz, das sind eben Mönche, die ein Leben des Gebets, der Lesung und der Arbeit führen wollen. Und das Lokomer Zisterzienerkreuz, das habt ihr ebenso ja, auf dem Baum gesehen. Das ist eben das offizielle Zeichen des Pilgerwegs Locum Volkenroda. Dieser Pilgerweg, der führt an der Hemelschen Burg vorbei. Den bin ich auch ein Stück eben gegangen, habe also dieses ja, Zisterzienerkreuz so ein bisschen begleitet. Und da muss man auch sagen, das ist relativ ein langer Weg mit, ich glaube, 18 oder so Etappen sind das, die man da gehen kann. Wird von der evangelisch-lutherischen Kirche Hannover dieser Wanderweg betreut. Und das Besondere ist eigentlich, dass geht die ganze Zeit, ich sag jetzt mal, nicht so furchtbar hoch, weil man tatsächlich auch per Fahrrad pilgern soll. So, das habe ich durch die Tafel gelernt. Das fand ich sehr interessant. Originär bin ich den Wanderweg 5 gegangen und jetzt im Bild. Ich fand das absolut Kult, beziehungsweise schon fast gruselig. Also es gibt da tatsächlich eine Bank und von der Bank blickt man direkt auf das Atomkraftwerk Grohnde. Also ob das nun eine Sehenswürdigkeit ist, das mag ein jeder für sich selbst entscheiden. Ich bin schnell zurück in den Wald gegangen und muss auch sagen, der Wald lohnt sich absolut, ist ein total toller Wald, ist vor allen Dingen so, dass es so zwischen Tannenwald und Mischwald sich abwechselt und ich glaube, ich habe schon gesagt, also ich bin am 11.01. diesen Wanderung gegangen und es war nicht so ganz das perfekte Wetter. Also es gab ab und an mal Grüße von oben, also Nieselregen, aber auch richtiger Regen. Ja, aber was ich immer sage, Natur raus, Natur raus, nein, raus, Natur genießen und ja, bei gutem Wetter kann jeder wandern gehen und bei nicht so gutem Wetter ist es dann doch schon mal eine Herausforderung, eine Überwindung, aber wenn man sich dann überwunden hat, dann macht das auch Spaß und ist tierisch genial. Ja, was ich auch so richtig nice fand, es sind immer mal so kleine Bäche, Bachläufe so im Wald und ich hatte einen Kaffee mit und also finde ich total super, wenn man sich dann da in der Natur bei einem Kaffee an Bach setzen kann und das Ganze so genießen kann, dann ist das wirklich nur Kult. Ja, nun, ich weiß nicht, habe ich es überhaupt gesagt? Also im Groben bin ich den Rundwanderweg 5 rund um den Bassberg gegangen, wobei ich immer mal wieder quer und hin und her gegangen bin. Naja, der Bassberg ist auf jeden Fall gar nicht so hoch, also es sind roundabout 170 Meter, also ja, selbst fürs Weserbergland nicht besonders hoch. Nichtsdestotrotz, man guckt eben sehr weit in die Landschaft rein. Und die fehlende Höhe, sage ich jetzt einfach mal, kein Wettbewerbsnachteil. Nein, also die Wanderung hat echt Spaß gemacht und richtig toll. Ist auch insgesamt ein Gebiet, muss ich sagen, wo mich auch der Wald begeistert hat, wo mich die Wege begeistert haben, also wo ich auf jeden Fall im Frühjahr nochmal hingehen werde und das auch nochmal erwandern werde, wenn das dann alles schön grünt und richtig toll aussieht. Wobei, also auch hier, ja, im Bild jetzt gerade mal mit so ein bisschen Sonnenschein, also sobald die Sonne rauskommt, sieht das natürlich ganz anders aus und ich finde, also ganz schöne, tolle Landschaft, Natur da. Das Einzige, aber das ist leider inzwischen in ganz Deutschland so. Wir werden es auch noch mal sehen. Es sind wirklich weite Flächen, wo der Wald gar nicht mehr da ist. Also wo alles abgeholzt ist. Das liegt nicht daran, dass irgendwie jetzt
keine Ahnung, Holzfrevler unterwegs wären oder so, sondern ja, es sind eben diese extremen Sommer, wo ja, die letzten beiden Sommer das einfach gar nicht geregnet hat. Das können speziell die Nadelbäume überhaupt nicht ab. Und entsprechend muss dann ganz, ganz viel Totholz gefällt werden. Und ja, jetzt sieht man das hier mal so richtig. Also das gibt dann schon einen kleinen Stich ins Herz. Das ist echt traurig. Also ich hoffe, dass mein geliebter Wald sich irgendwie in den nächsten Jahren erholt, dass es noch nicht so ganz der Klimawandel ist. Also so etwas wie jetzt eben im Bild, das sieht doch mega traurig aus. Und das hier sieht richtig toll und herrlich aus. Also hat auf jeden Fall richtig, richtig was. Ja, was soll ich sagen? Bisschen Sonne und schon absolut toll, absolut schön. Und hier sieht man auch so den Mix zwischen Nadel und Laubwald, ganz toll. Und es sieht richtig nach viel Höhe aus, obwohl es gar nicht so viel Höhe ist. Und ob man es glaubt oder nicht, ich bin jetzt schon, muss mal überlegen, doch, ich bin jetzt schon auf dem Rückweg. Vielleicht auch, das fällt mir jetzt gerade so ein, also selbst von der Akustik, also es ist jetzt Winter, aber ich habe ganz viel Vögel und so gehört. Also ich habe auch mal versucht, Original-Ton-Audio rüberzubringen. Aber es war doch relativ windig und ich habe nun kein Richtmikrofon vor dem Hintergrund. Den Ton habe ich im Nachhinein aufgenommen. Aber ich denke, wenn man da mal im Frühjahr ist und ja, dann kann man mal einfach die Vögel sprechen lassen. Also hier nochmal so ein kleiner Bach. Also nur nice. Also richtig, richtig toll. Ich glaube auch ein bisschen davon ist Naturwald. Also es ist jetzt nicht so wie in Langenfeld beim Schrappstein gekennzeichnet, aber man sieht ja doch so ein bisschen den Unterschied, ob ein Wald nun stark bewirtschaftet ist oder ob da auch Totholz liegt und das so aussieht. Ich hätte bald gesagt, wie es hier der Fall ist. Auf jeden Fall fand ich das bemerkenswert, bemerkenswert schön. Also ja. Mich hat wirklich die Wanderung, ich glaube insgesamt, also rund um den Bassberg, dieser Wanderweg 5, wenn man ihn ganz korrekt abgeht, dann sind das, glaube ich, knapp 9 Kilometer. Ich denke, ich bin so 12, 13 gelaufen und muss aber auch sagen, hat sich gelohnt, war absolut schön und auf jeden Fall eine Wanderung, die ich im Frühjahr nochmal wiederholen werde, wo ich sagen muss, das ist nicht das typische Weserbergland, aber es ist richtig, richtig nice. So, das soll es auch soweit schon von mir gewesen sein. Ja, die Wanderung beginnt, endet an der Hemelschen Burg, davon noch ein paar Impressionen und ich sage bis zum nächsten Wandervideo. Ganz, ganz liebe Grüße, alles, alles Gute und bis denn. Ciao.